Ja, hallo, hier ist Burkhard von Demoela. Wir sind ein Spieleverlag aus Italien, aber seit mittlerweile 3 Jahren auf dem deutschen Markt vertreten und haben dieses Jahr Rubico hier in Essen als Messeneuheit. Rubico ist ein Spiel für 3 bis 7 Spieler, eingebettet in den Marsch auf Rom von Julius Caesar. Das heißt, entweder gehören wir der Fraktion von Julius Caesar an oder wir sind der Senat, der natürlich vermeiden möchte, dass Julius Caesar nach Rom kommt. Wie gesagt, 3 bis 7 Spieler. Es geht darum, dass die Rollen verdeckt vergeben werden. Das heißt, wir wissen am Anfang des Spiels nicht, wer ist. Wir müssen dann im Spielverlauf herausfinden, wer mein Partner oder wer mein Gegner ist. Durch Bluff können wir das natürlich beeinflussen. Wir möchten versuchen, dass Julius Caesar entweder, wie gesagt, nach Rom kommt oder halt nicht nach Rom kommt. Um Julius Caesar fortzubewegen, werden die Marschkarten verwendet oder um den Sieg des Senats zu ermöglichen, werden die Säulenkarten aufgedeckt. Die Spieldauer ist ungefähr 30 Minuten, natürlich ein bisschen abhängig von der Spieleranzahl. Es ist ein Spiel für schon ein bisschen erfahrene Spieler, es ist also kein unbedingt Familienspiel, wobei auch Jugendliche ab 10, die gewöhnt sind zu spielen, können das hervorragend machen. Wir haben innen drin noch einen kleinen Bonbon versteckt, eine Variante für 2. Es ist allerdings nicht mehr dann auf Bluff natürlich aufgebaut, sondern so ein bisschen Strategie und Glück. Wie gesagt, unsere Messeneuheit, wir sind da sehr stolz drauf, haben auch das Archäologische Museum aus Xanten und das Römisch-Germanische Museum in Köln als Partner gewonnen. Die sind hier mit 2 Karten enthalten. Ja, das ist Rubico. Dann haben wir natürlich noch weitere Spiele, die wir in den letzten Jahren vorgestellt haben. Unser erstes Spiel für Deutschland war Mahlzeit. Ein ganz großer Renner, mittlerweile über 8000 Mal verkauft. Es geht rund um das Essen. Wir stellen Zutaten zusammen, um Gerichte nachzukochen. Ganz typische Gerichte aus Gesamtdeutschland. Aber es gibt natürlich auch so Karten, die das ein bisschen schwieriger machen, vor allem die Abwaschkarte. Denn wer macht schon gerne am Ende des Kochens, am Ende des Essens den Abwasch? Das sind Strafpunkte am Ende des Spiels. Also ein ganz heiteres Familienspiel. So ab 6, 7 Jahren in der einfachen Version. Da gibt es noch Sonderkarten, damit das Spiel auch für Erwachsene interessant wird. 2 weitere Spiele sind Omnia, ein strategisches Kartenspiel, eingebettet in das Leben von Leonardo da Vinci. Ein ganz tolles Spiel, auch wieder ein bisschen was für erfahrene Spieler. Wir haben Erdeffekt, das ist ein Spiel über den Klimawandel, aber ohne den Zeigefinger irgendwo in die Wunde zu legen. Also wir wollen nicht, dass Leute auf irgendwas verzichten, wir wollen einfach nur mit dem Spiel aufzeigen, was wie viel CO2 verursacht und was man vielleicht zum alltäglichen Leben doch machen kann, um auch etwas zu vermeiden. Gibt es einmal in der Variante kooperativ oder wir können es kompetitiv spielen wie eine Art Timeline. Und im letzten Jahr, zum Abschluss, zeige ich noch hier der Pott. Das war unser Ruhrgebiet oder ist unser Ruhrgebietsspiel. Einmal ins Ruhrgebiet eintauchen. Es ist kein Monopoly, auch wenn das vom Spielbrett vielleicht am Anfang einmal so aufleuchtet. Aber es ist eine strategische Variante. In einem Bieterverfahren werden die Städte vergeben. Also ich kann mein Geld nicht uneingeschränkt ausgeben. Es gibt ganz viele kleine Minispiele im Spiel. Es gibt Quizfragen über das Ruhrgebiet. Es gibt Sprüche aus dem Ruhrgebiet. Also ein Spiel zum Schmunzeln, um in der Familie oder unter Freunden einfach das Ruhrgebiet zu erleben. Ich bin Autor von Mahlzeit und von Der Pott. Die anderen Spiele kommen von weiteren bekannten Autoren aus Italien. Wie gesagt, wir sind ein italienischer Spieleverlag und haben in Italien 50 verschiedene Spiele in unserem Katalog. Also wir sind schon eine kleine Nummer in Italien, aber wir sind in Deutschland erstmal am Anfang unseres Weges. Aber sehr stolz auf das, was wir da so auch von unseren Kunden und unseren Spielern hören. Vielen Dank. Ich danke dir. Tschüss, schöne Messe noch. Dankeschön, dir auch.